3000 Euro gesetzliche Rente. Ist das möglich? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Kann ich im Erwerbsleben, mit einem normalen Erwerbsleben, 3000 Euro Rente oder mehr erreichen? Ist das nur rein theoretisch oder auch wirklich möglich? Wenn ich mir da die Überblicksstatistik der Deutschen Rentenversicherung für die Zahlen der gesetzlichen Rente vom 11. Juni 2021 mal so anschaue, mit Stand 31.12.2020, kann ich nur Folgendes sagen, dass rund 829.000 Altersrentnerinnen und Altersrentner als Neuzugänge im Jahr 2020 im Schnitt 989 Euro Nettorente ausgezahlt bekommen. Wenn ich mir dann eine Altersrente mit mindestens 35 Jahren Wartezeit mal anschaue, dann liegen wir ungefähr beim monatlichen Zahlbetrag von 1.311 Euro. Und jetzt können Sie ja mal sehen, dass die Differenz von 1.311 Euro zu den 3.000 Euro ja noch sehr, sehr hoch ist. Und da ist die Frage, ist denn das überhaupt möglich? Und da habe ich ein ganz einfaches Beispiel, um Ihnen mal zu zeigen, dass das nicht nur theoretisch möglich ist, sondern dass es auch in der Praxis wirklich so sein kann, dass man 3000 und mehr Euro Rente bekommen kann. In meiner Rentenberaterpraxis war es so, hatte ich mal eine Dame, die hat über 2900 Euro brutto Rentenleistung erzielt. Und dann mache ich mal ein ganz einfaches Beispiel, und zwar unsere Susi. Und die Susi, die geht vom 16. bis zum einschließlich 19. Lebensjahr ganz einfach in die Berufsausbildung, und ab dem 20. Lebensjahr, geht unsere Susi bis zum 65. fleißig arbeiten. Und zwar ist unsere Susi niemals krank, niemals arbeitslos, sie bekommt keine Kinder, sie hat keine Lücken im Versicherungsverlauf. Und unsere Susi verdient im Jahr ein Jahreseinkommen von 85.200 Euro. Das ist die Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung West, RV West. Und für diese 85.200 Euro bekommt unsere Susi pro Jahr als Gegenwert 2,0510 Entgeltpunkte. Und diese 2,0510 Entgeltpunkte multipliziere ich jetzt ganz einfach mit 45 Jahre. Und dann komme ich auf das Ergebnis von 92,2950 Entgeltpunkte. Und da unsere Susi wirklich so fleißig war, darf die natürlich mit 65 abschlagsfrei in Rente gehen. Und dann habe ich ganz einfach diese 92,2950 Entgeltpunkte mit dem derzeit aktuellen Rentenwert West, 34,19 Euro für einen Entgeltpunkt, kriegt man 34,19 Euro, mal multipliziert. Und da machen wir Folgendes, 92,2950 mal 34,19 Euro. Und siehe da, unsere Susi erhält mit dem 65. Lebensjahr eine Bruttorente von 3.155,56 Euro. Das ist in der Tat möglich, dass unsere Susi oder vielleicht auch Sie, wenn Sie 45 Jahre lang immer mit Beitragsbemessungsgrenze jedes Jahr verdienen, dann können Sie eine Rente von 3000 Euro oder mehr in der Tat erreichen. Und in unserem Beispiel habe ich ganz bewusst natürlich die Berufsausbildungszeiten von Susi, 16. bis 19. Lebensjahr, noch nicht mit hineinberechnet. Das heißt also, wenn ich die auch noch mit hineinberechnen würde, würde hier unten eine etwas höhere Rente stehen.
Es ist natürlich eine wunderbare Rente, die 3.100 Euro. Die meisten von uns werden diese wahrscheinlich nicht erreichen, weil wir viele Brüche in unserem Erwerbsleben haben, wie zum Beispiel Kindererziehungszeiten, Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld, Krankengeldzeiten, dann Lückenzeiten, Wehrdienstzeiten und, und. Vieles also, was den durchschnittlichen Rentenwert und den Rentenverlauf dann auch nach unten senkt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.